So Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder hierher gefunden habt. Wir machen heute ein Video. Die Seite muss ich jetzt nicht umbenennen, Die Seite muss ich jetzt nicht unbedingt nennen, kennt aber bestimmt jeder. Die Seite gibt es seit über 10 Jahren und damit kann man halt Leute verarschen, die man anruft. Ich will gar nicht so viel reden, ich würde mal sagen, wir fangen auch gleich an. Und ich würde sagen, wir rufen als erstes mal Nico an. Mal schauen, ob es klappt. Leute, es geht los. Ja, Mailbox fängt ja schon mal gut an, da ich nicht so viele Anrufe frei habe. Danke Nico, danke dafür. Ich würde sagen, wir rufen jetzt mal den Revi an. Ja, ist mir klar, komm, geh auch nicht ran. Ja, okay. Komm, jetzt noch auf jeden Fall noch die Mailbox ran, komm. Super, fängt ja super an. Hey. Wir haben mittlerweile 15.50 Uhr, seit 12.30 Uhr sitze ich hier und versuche den ganzen Scheiß so hinzubekommen, dass es funktioniert und jetzt geht keiner ans Telefon. Super, echt wunderbar, geil, geile Sache, freut mich mega. Wie wär's denn mit Sascha? Hey. Das kann doch jetzt nicht sein, oder? Das kann doch jetzt wirklich nicht sein. Ich rufe jetzt. Ich habe jetzt drei Leute angerufen, hintereinander, drei Leute, keiner geht dran. Mailbox oder sonst was. Hä? Wir versuchen jetzt mal Domme anzurufen. Bei Domme verspreche ich euch, er geht ran, okay? So, Domme, Anruf starten. Er wird rangehen, Leute, glaubt mir. Er wird reingehen, Leute, glaubt mir. Okay. Leute, ich glaube, ich beende das Video. Oh, was ist das? Ich wette um 1 Million Euro. Ich rufe jetzt Spenny an, er geht auch nicht ran. So, 1 Million. So, wenn Spenny jetzt nicht reingeht, dann... So, ich rufe jetzt einen Kumpel von mir an. So, hier klingelt es wenigstens schon. Es klingelt. Mal gucken. Nicht zu früh, Freund. Nee. Geht eh nicht ran, ich weiß es. Es kann nicht sein. Was? Ey, bitte. Es kann nicht sein, es klingt nicht. Gestern, okay? Ich habe mich so gefreut, so, hey, ja, Mann, lass uns drehen und so. Könnte echt witzig werden mit Nico, mit Sascha, hier, dies, das. Ja, cool. Das Geile ist ja, ich kann die einfach nicht mehr anrufen für 2 bis 3 Wochen, jetzt, weil die Nummern gesperrt sind. Wir rufen jetzt mal Tim Gabel an. Mal gucken, ob Tim Gabel dran geht. Tim Gabel. Bitte. Bitte. Nicht sein, das kann doch einfach nicht sein. Ganz ehrlich, fertig, Punkt, aus. Nein, nein. Leute, fokussier mal, komm, sonst raste ich gleich. Oh mein Gott. Okay, fokussier dich, nee, bleib so. Ist gut, so ist echt prima, super. Aha, jetzt hast du auch mal geschafft. Super, ich danke dir. Hey, nee. Was habe ich dir denn getan, lieber... Gott, jetzt versuche ich mal Simon anzurufen von den Junggesellen. Bitte, lass mich heute nicht noch mehr ausrasten. Simon, bitte. Simon, bitte. Simon, bitte. Okay, alles cool. Ich reg mich gar nicht auf. Nein. Wieso denn? Irgendjemand will mich hier pranken. Ich glaube, die Seite will mich pranken, Alter. Wir rufen jetzt mal beim Nils an, auch von Junggesellen. Mal gucken, ob er ans Telefon geht. Wenn nicht, du, auch nicht so schlimm.
oder? Hallo? Ja, guten Tag. Günther Bollmeister, mein Name, vom Institut für Urheberrechtsverletzungen. Ich möchte nicht lange drum rumreden. Nils, Moment. Wenn du das hier siehst, du gehst ans Telefon. Ich habe jetzt schon 58 Millionen tausend, was weiß ich, wie viele Leute angerufen. Du bist der Einzige, der ans Telefon geht. Und was sagst du? Alles klar und legt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keinen Bock mehr. Nee, komm. Okay. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es mega gefallen. Es hat mega Spaß gemacht, wie Nico, Sascha und noch die anderen YouTuber und alle meine Freunde drauf reingefallen sind. Hey, mega lustig. Wenn ihr sowas öfter sehen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Dann werde ich sowas... Ach, komm halt dein Maul, Alter.